Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Preview hier aus der Bundesliga. Siebter Spieltag und wir haben die Partie Wolfsburg gegen Hoffenheim. Könnte ein leichtes Topspiel werden, wobei beide Teams in den letzten zwei, drei Spielen nicht mehr so aufgetragen und aufgeschlagen haben, wie sie schon mal in der Saison waren. Vor allem Hoffenheim. Aber das kann sich ändern, heute durch dieses Spiel. Und wir hoffen mal, dass da einiges heute zu sehen gibt. Wir sehen hier schon mal ein paar Spieler, aber zu den Ausstellungen kommen wir jetzt auf jeden Fall auch gleich. Starten natürlich mit der Heimmannschaft, mit der in Grün, und zwar Wolfsburg. Castells ist im Kasten, davor Roussillon, Brooks und Baku rechts hinten, Arnold Schlager in zentralen Mittelfeld, davor Pricado, Memedi und Steffen und im Sturm natürlich der Holländer oder Niederländer Weghorst, das ist klar. Auf der anderen Seite haben wir Frank Baumann im Tor. Fünfer Abwehrkette mit Vogt in der Innenverteidigung. Krillitsch, Geiger davor. Kramaric, Bebu und Baumgartner im Sturm. Und da kann ja auch noch mit Dabur zum Beispiel nachgelegt werden. Ja, wir starten jetzt hier in die erste Halbzeit rein. Wolfsburg hat angestoßen, spielt von links nach rechts in den hellgrünen Trikots. Hoffenheim komplett in weiß von rechts nach links. Memedi, Schlager auf Arnold, auf den man ja immer aufpassen muss. Schlager, Memedi, ja, was macht er? Hoffenheim steht sehr tief, sehr kompakt in der Verteidigungslinie. Arnold wieder, Memedi, ja, sie wissen noch nicht, was machen sollen, die Wolfsburger. Und jetzt machen sie einen Fehlpass und wir springen in die 11. Spielminute. Da kommen sie aber wieder mit einem langen Pass nach vorne. Hübner. Geiger. Oh, Fehlpass. Weghorst. In der Mitte ist Steffen und der macht es nicht. Der macht es nicht. Das war doch ein sicheres 1:0. Können wir hier auch nochmal sehen. Der Ball dreht sich aber zu spät oder zu schwach und geht ganz knapp am Torpfosten vorbei. Dafür trifft er den Hintertorpfosten. Und in der 16. Spielminute sehen wir hier nochmal diese Wiederholung. Es war so knapp, fast das 1:0. Aber es gibt nochmal eine Ecke. Und zwar tritt sie Arnold von der linken Seite. Ball kommt rein. Und da ist das fast das Eigentor, aber es wurde gepfiffen. Hat Kaderbarek etwa Hand genommen? Das können wir hier nochmal sehen. Naja, da habe ich jetzt nichts gesehen. Was ist jetzt hier los? Die gleiche Kamera nochmal. Ja, ich habe immer noch keine Hand gesehen. Ich weiß jetzt nicht, warum es jetzt hier einen Pfiff gab. Auf jeden Fall, es gibt Elfmeter für Wolfsburg. Und das lässt sich natürlich Weghorst nicht nehmen. Er versucht es hier auf 1:0 zu stellen. In der 18. Minute läuft er an und trifft auch locker. Also, Baumann macht da gar nichts. Der Elfmeter komplett falsch entschieden, finde ich. Und Wolfsburg führt dadurch. Der war gar nicht so super geschossen. Wäre Baumann in die Ecke gesprungen, hätte ihn auf jeden Fall gehalten. Halb hoch, perfekt für den Torwart. Aber er ist stehen geblieben und somit ist der Ball in die Maschen gegangen. Wir gehen in die 23. Spielminute und es gibt wieder eine Ecke. Diesmal von der rechten Seite, aber Arnold wird sie wieder treten. Aus der letzten wurde der Elfmeter gepfiffen. Ball kommt rein, da ist... Oh, da ist Roussillon. Knapp mit dem Kopfball am Torpfosten vorbei. Da sehen wir es nochmal. Zwischen 20 und 25 Zentimeter, denke ich mal, am Torpfosten vorbei. Und in der 26. Spielminute kommt wieder Arnold vor, denn er hat einen Freistoß bis in der Wolfsburg und er führt ihn aus. Er kann super Freistöße schießen, das ist bekannt. Wird es jetzt auch gehen? Entfernung
ist 32 Meter, ist schon weit weg, aber der Ball kommt und Baumann hält und klärt zur Ecke. Der war zentral mit Wucht. Hier können wir es nochmal sehen. Flattert ein bisschen, nicht wirklich viel. Und Baumann kann ihn nur zur Ecke ablenken, weil er zu fest war. 34. Spielminute und Wolfsburg kommt schon wieder. Also von Hoffenheim gar nichts zu sehen. Schlager auf Arnold. Arnold ist hier echt der Dreh- und Angelpunkt im Wolfsburger Spiel. Das ist Brekalo auf Roussillon. Roussillon flankt, da hinten ist... Da hinten ist Steffen und er macht per Kopf ein wunderbares Tor zum 2:0. Der kleine Steffen macht hier also ein Kopfballtor. Das wird er auch nicht so häufig machen. Und dann gegen die großen Innenverteidiger, Hauptverteidiger von Hoffenheim. Roussillons Flanke, aber allerdings auch perfekt. Und dann macht er noch eine kleine Finte gegen Hübner, gegen den Kapitän der Hoffenheimer. Und schon rappelt es mal wieder hinter Baumann. Und es steht 2:0. Das ist jetzt natürlich die Frage, ist es jetzt schon die Entscheidung? Ich kann es mir noch nicht wirklich vorstellen, allerdings kam halt bisher von Hoffenheim nicht wirklich viel. Ändert sich ja hoffentlich noch. Erstmal sind wir in der 45. Spielminute und nochmal ein Freistoß. Arnold läuft an und der Ball, nicht gefährlich, allerdings geht er trotzdem ans oder aufs Tornetz obendrauf. Der ist viel zu hoch, senkt sich dann allerdings noch, aber da sehen wir es, keine Gefahr, wäre sonst am Torpfosten auch vorbeigegangen. Nachspielzeit 2 Minuten, in der ersten Minute sind wir schon und Hoffenheim mit dem Abstoß, Bebu. Aber gleich wieder der Ballverlust und wieder der Zug von Wolfsburg, der nach vorne rennt. Kramaric, Bebu, Skov. Und jetzt könnte nochmal was gehen. Aber da steht schon wieder Brooks. Krilic, das haben sie gut gemacht. Skov, Brooks holt sich aber den Ball wieder. Und das dürfte eigentlich gewesen sein. So ist es, 2:0. Führt es also hier Wolfsburg zur Halbzeit gegen Hoffenheim. Bisschen überraschend, finde ich. Aber wenn man halt die Chancen nutzt und er hier zum Beispiel nicht, dann ist dieses Halbzeitergebnis auch in Ordnung. Wir gucken uns mal die Halbzeitprognose an, beziehungsweise die Statistik. Eine kleine Vorschau und sind dann zur zweiten Halbzeit wieder da. Also 3:0 Schüsse direkt aufs Tor, davon 2 rein. 62% Ballbesitz, 4:0 Ecken. Ganz klares Pro für Wolfsburg und somit eine verdiente Führung. West Bromwich gegen Tottenham ab 15 Uhr, ab 18 Uhr noch Leicester City gegen Wolverhampton Wanderers. Könnt ihr also hier auf dem Kanal sehen. Da sehen wir uns hoffentlich und hören uns hoffentlich wieder. Hoffenheim hat angestoßen, spielt von links nach rechts und keine Wechsel beider Teams. Hoffenheim muss jetzt sich ganz anders präsentieren. Und sie versuchen schon gleich mit der ersten Aktion. Geiger, rechter Flügel. Geiger ist im 16er. Geiger nochmal auf Kadabarek, der ja den Elfer verschuldet hat. Und der macht einen Fehlpass. Und somit war meine Euphorie schon fast wieder umsonst. 56. Spielminute, erste Wechsel. Schlager geht runter. Und es wird defensiver auf jeden Fall. Auf der anderen Seite Bebu runter, Dabur drauf. Ja, positionsgetreue Wechsel. Wenn nicht sogar noch ein bisschen offensiver. Brekalo geht auch noch runter. Felix Klaus kommt bei Wolfsburg. Und auf der anderen Seite Brun Larsen kommt rein für Baumgartner. Nochmal offensiver. Also die Hoffenheimer wollen hier tatsächlich noch irgendwas reißen. Ist aber wahrscheinlich schon zu spät, denn wir sind in der 84. Minute. Sehen den letzten Wechsel der Wölfe. Roussillon geht runter. Und in der 90. Spielminute sind wir jetzt angekommen. Hoffenheim greift aber nochmal an mit Kadabrek. Ah, verliert aber den Ball. Memedi. Arnold und super Pass auf Ottavio. Was macht er? Er rennt auf jeden Fall erstmal in den linken Flügel. Flank, da ist aber keiner mehr. Arnold nochmal und jetzt ist Schluss. Also 2:0 gewinnt hier die Heimmannschaft aus Wolfsburg gegen Hoffenheim. Das Duell, was auf Augenhöhe ist.
Und was ist los mit Hoffenheim? Es ist ja bekannt, wenn man die Bayern besiegt, dass dann die nächsten 5, 6 Spiele extrem schlecht laufen. Letzte Saison war es bei Eintracht Frankfurt. Diese Saison, also wie es aussieht, bei Hoffenheim und Wolfsburg, kommt so langsam in Gang und siedelt sich in der oberen Tabellenhälfte an. Auch durch diesen Sieg hier mit den Toren von Weghorst und Steffen. Und wir gucken uns mal die Statistiken in 90 Minuten an. Die sehen wie folgt aus. 3:1 Schüsse für die Heimmannschaft, 50% Ballbesitz, eigentlich ausgeglichen, 4:1 Ecken. Hoffenheim hat ein bisschen mehr gemacht in der zweiten Halbzeit, hat aber nicht gereicht und somit ist diese Preview also für Sie negativ verlaufen. Wenn es euch gefallen hat, diese Preview, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen, ein Kanalabo noch und dann sehen wir uns bei der nächsten Preview wieder. Vielleicht nach um 15 Uhr schon aus der Premier League. Bis dahin sage ich ciao, bleibt sportlich und tschüssikowski.